alle recht herzlich zu unserer 58. Ausstellung bzw. zur 16. Hobbyausstellung begrüßen. Diese Hobbyausstellung wird leider auch die letzte Hobbyausstellung sein. Über 50 Aussteller beteiligen sich an dieser Ausstellung. Einige sind seit der ersten Ausstellung dabei. Was wird ausgestellt? Warum eigentlich eine solche Ausstellung? Wird hier zum Beispiel Keramik ausgestellt, Klöppeln, Städtepartnerschaften, verschiedene Bastelarbeiten, Malerei, Handarbeiten, Weben, elektrische Eisenbahn, Gestecke, Seidenmalerei, Ärmelaufnäher aus aller Welt, Türgrenze, Teddybären, der Bau von U-Bahnwagen in H0 wird vorgeführt, Tiffany, Reliefmalerei, Rundfunk- und Tonträger, Kleinkunst aus Holz, Plastikmodellbau, Autogramme, Schiffsmodellbau, Sahnedeckel, Zollstöcke, Zimmermannsbleistifte, Patchwork und Puppen, alles über die Feuerwehr, Briefmarken sammeln, Lego, Telefonkarten, Laubsägearbeiten und noch einiges mehr. War der Sinn dieser Ausstellung? Einmal der Austausch mit anderen Sammlern und Interessierten und dann sollten Jugendliche und Senioren und interessierte Bürger zu einer sinnvollen und kreativen Freizeitgestaltung herangebracht werden, sollte ihnen ein solches Hobby einfach angeboten werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Bezirksamtes Neukölln auch nochmal recht herzlich begrüßen. Es ist immer wieder beeindruckend, die Vielfalt und die Buntheit hier zu erblicken. Und da man doch schon einige Jahre über 20 ist, kann man dann auch seine Kindheit teilweise wieder entdecken. Sei es, ob es im Rundfunkmuseum war, wo ich einen Blick hineinwerfen durfte, oder bei anderen Sammlungen, die man hier erblickt. Und ich hoffe, dass Sie trotz des Wetters genügend Kundinnen und Kunden gewinnen, sodass auch Sie eine Entschädigung oder erhalten für Ihr wunderschönes Hobby. Nun haben Sie ja auch eine sehr freundliche Hausherrin vor Ort, die Ihre Wünsche da berücksichtigen wird. Herrn Ziemer darf ich nochmal den Dank des Bezirksamtes ausrichten. Sie wissen ja, Ihr Sitz ist ja in Alt-Rudow. In Alt-Rudow, da sind Sie auch gut untergebracht. Sie hegen und pflegen das Grundstück. Die Beziehungen sind sehr gut und ich darf Ihnen nochmal außerordentlichen Dank auch ausrichten für die Kulturpflege, die durch Ihren Ruder Heimatverein betrieben wird. Das Buch müssen wir jetzt natürlich nochmal genauer. Das Buch müssen wir natürlich nochmal genauer ansehen, denn wenn wir das an Schulen vertreiben und da entdeckt irgendein Bürger oder Bürgerin, ein Elternteil, was da nicht stimmt, was drinsteht, weil ich nicht glaube, dann kriegen wir immer sehr viel Schimpfe gleich, warum wir solche Literatur ohne zur Prüfung zu verteilen. Also mich persönlich interessiert mich das außerordentlich als Ruderer Mitbürger und ich werde das auch aufmerksam durchlesen und wir hoffen, dass es so gut ist, dass Sie sich darum reißen und Hundertschaften oder Tausende von Nachbestellungen kommen, denn wir haben ja in Neukölln alleine 30.000 Schülerinnen und Schüler und da hängen ja bekanntlich 60.000 Elternteile und die Großeltern noch dazu dran und da wird es sicherlich einen Massenrand auf diese schöne Broschüre geben. Herr Ziemer, nochmal herzlichen Dank und weiterhin den Ruder Heimatverein eine glückliche Hand. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Ziemer, sehr geehrte stellvertretende Bürgermeisterin Frau Vogelsang, sehr geehrte Mitglieder der BVV, die hier sind und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Gemeinschaftshauses, ich heiße Sie herzlich willkommen heute und morgen in diesem Haus, um diese Hobbyausstellung hier zu betreiben und unseren Nachbarn und Interessierten in der Umgebung auch zu zeigen, was alles möglich ist in der Freizeit. Denn wie Herr Schibang schon sagte, gibt es viele, viele Menschen, die viele Stunden am Tag zu Hause sitzen und nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Ich hoffe, dass Sie hier auf Ideen kommen und sich vielleicht auch an die einen oder an den einen oder anderen von Ihnen wenden, um mal zu fragen, ob Sie nicht mitmachen können, ob es da eine Gruppe gibt. Es gibt ja auch unter Ihnen hier einige, die in Gruppen hier im Gemeinschaftshaus sich treffen. Und das, fände ich, wäre ein ganz großer Erfolg, wenn da, und wenn es nur wenige sind, aber wenn Menschen sich angesprochen fühlen und sich dann hier aktiv an diesem Hobbyleben beteiligen.
Ich wünsche Ihnen heute auch ganz, ganz viele interessierte Besucher und ich drücke ganz fest die Daumen, dass Ihnen und uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich finde, Emma sollte sich heute ein bisschen zurückhalten, damit die Leute sich hier über den Lipschitzplatz und über den Bad Jamplatz trauen. Ich wünsche Ihnen 2 erfolgreiche Tage im Gemeinschaftshaus. Ungewöhnlich wie manch anderes Hobby, was man hier im Hause finden kann heute.
darf Ihnen auch von uns aus viel Spaß wünschen und gucken Sie sich diese wunderschönen Arbeiten an. Da steckt ja so unendlich viel Liebe drin, so wie bei uns auch in dieser Musik. Schönen Dank. Herr Böhme, Sie sind eine Institution, in der Arbeit vermittelt wird, beziehungsweise Arbeit geplant wird und auch durchgeführt wird. Ich vermute mal, vom Arbeitsamt Neukölln werden Sie beauftragt. Ist das richtig so? Ja, unser Institut, das Nestor-Bildungsinstitut, hat eine Vielzahl von Projekten. Wichtige Projekte sind, wo wir Damen und Herren, die im Jobcenter Neukölln Arbeit suchen, gemeldet sind, dass wir die in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Ganz besonderes Projekt ist, wo wir Damen und Herren vermitteln, die 50 Jahre und älter sind, weil das die Personengruppe ist, die es am schwersten hat, wieder auf den ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist unser Hauptprojekt, aber wir haben auch Projekte, wo wir im Rahmen des Mehrarbeitsaufwands, sprich dieser sogenannten 1-Euro-Jobber, in Projekten beschäftigen und sie versuchen, wieder durch ganz spezielle Mittel und Methoden wieder näher zum Arbeitsmarkt zu bringen. Sie hatten einen Auftrag vom Rudower Heimatverein, das wurde vermittelt, einen Auftrag, Modelle zu bauen, die bei uns benötigt werden, um dem Bürger, den Rudower Bürger, vor Augen zu führen, wie schöne Häuser, alte Häuser noch im Kiez stehen. Und ich muss mal ganz ehrlich gestehen, Sie haben das sehr schön bearbeiten lassen, denn Häuschen, die Sie hier haben, die lassen sich mit professionellen Firmen messen. Und von daher ist das schon, also erlauben Sie mir, dass ich Ihnen dieses Kompliment mache, eine wunderbare Sache. Ja, wir haben ein Projekt initiiert, wo wir historische Häuser aus Rudow erbauen ließen. Es ist so, Rudow ist ja viele hundert Jahre alt, ursprünglich mit 60 Personen im Jahre 1375, wohnen heute über 40.000 Damen und Herren in Rudow und die müssen ja irgendwo wohnen und in den Laufe der Jahrhunderte sind natürlich hier in Rudow herrliche Häuser entstanden, die heute Baudenkmäler sind und wir haben uns gedacht, wir sollten diese Baudenkmäler modellmäßig erfassen und haben dann mit einer Gruppe von 15 Damen und Herren, die vom Jobcenter uns zugewiesen wurden, diese Modelle erbaut mit sehr viel Mühe. Es waren alles Laien, die sich mit viel Engagement diesem Projekt gestellt haben. Und mein Dank gilt den Heimatverein, mein Dank gilt aber auch vielen Bürgern aus Rudow, die mit alten Büchern, mit alten Fotos uns geholfen haben, diese Modelle so zu gestalten, dass sie sehenswert sind und wir denken, dass es ein Beitrag ist, dass die Rudower Bürger letztendlich nicht nur die Modelle sich anschauen, sondern dann auch die Spaziergänge nutzen, um diese Häuser, herrlichen Häuser, dann sich anzuschauen. Herr Ziemer, Sie sind der Vorsitzende des Rudower Heimatvereins und auch der Initiator hier dieser Hobbyausstellung. Das eine hat allerdings mit dem anderen nichts zu tun. Sie sind seit langem der Vorsitzende, das ist eigentlich schon so lange, wie dieser Verein besteht. Die Idee, die Häuser nachbauen zu lassen, ist ja nicht erst gestern gekommen. Sie haben diese Idee ja schon wesentlich länger. Wir hatten ein Gespräch mit den Mitarbeitern der Firma Nestor und dann kam einfach die Frage auf, können wir etwas für sie tun? Und da habe ich gesagt, das wäre eigentlich eine tolle Sache, wenn wir von den Baudenkmälern quasi Kopien, Modelle bekommen könnten. Und um sie einmal in einer Ausstellung in unseren Räumen zeigen zu können, aber auch, wenn wir zum Beispiel am 1. Mai sind wir bei einem Straßenfest. Dann gibt es ein sogenanntes Spinnefest oder wir sind auf dem Bauernhof Mendler zum Erntedankfest. Da kommen auch Leute, die nicht in Rudow wohnen. Und da möchten wir dann einfach, werden zwei Pavillons aufgebaut. In dem einen Pavillon stellt sich der Verein vor und im zweiten Pavillon daneben werden die Modelle auf Tischen ausgestellt. Und wir stehen den Leuten dann immer zur Verfügung, ist immer ein Mitglied dabei, das A, erstens nicht mit den Modellen passiert, aber auch gleichzeitig, um Auskunft darüber zu geben. Wenn jemand fragt, ach, wo steht denn das, wo stand denn das? Denn wenn zum Beispiel die Modelle, die noch nicht fertig sind, übers alte Gut, denn das Gut ist weg. Und es gibt aber so interessante Literatur über das Gut und es gibt auch eine Tagebuchaufzeichnung von einer Bewohnerin des Gutes. Wenn man die liest, fühlt man sich, als wenn das Gut da ist. Und da war ich der Meinung, wäre es schön, zum Beispiel auch dieses Gut zum Leben zu erwecken, um einfach der Bevölkerung mal zu zeigen,
wie das früher hier aussah. Sie lassen ja auch die Möglichkeit zu, dass man sich Rudo ansehen kann unter Führung Ihres Vereins. Ist das richtig? Wir werden also im Frühjahr wieder einen Rundgang durch Rudo machen und wir werden auch immer am Tag des offenen Denkmals einen Rundgang durch Rudo machen, um dann auf die verschiedenen Baudenkmale aufmerksam zu machen. Und natürlich auch verschiedene Häuser haben ja auch eine Geschichte, um auch dann die Geschichte zu erzählen. Sie haben die Leute geführt bei der Arbeit und haben ja eine nicht ganz einfache Aufgabe gehabt. Nicht nur die Modelle umzusetzen, nicht nur die Modelle zu planen, sondern auch ein wenig auf die Leute zu achten. Ist das richtig so? Ja, genau, das stimmt. Also ich bin der Leiter dieses kleinen Projektes gewesen. Modellbau in Rudo, alte Gebäude, historische Gebäude, die also in der Ursprungsform nachgebaut werden sollten. Und es war eine Initiative vom Jobcenter aus, die jetzt über 6 Monate ging und wo insgesamt 15 Leute beteiligt waren in 2 Gruppen. Und diese Gruppe hier, die wir hinter uns im Modellbau sehen, das waren insgesamt 7 Leute. Und ich sag mal, es hat, naja, so 1,5 Monate gedauert, bis sich alle zusammengefunden haben. Und dann aber haben die meiner Ansicht nach wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Und also die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Man muss wirklich dazu sagen, auch wenn es soll nicht diskriminierend sein, die waren lange arbeitslos, die waren lange arbeitssuchend und haben sich alle also sehr, sehr zusammengerissen, kann man sagen, und sich wirklich Fähigkeiten angeeignet, wo ich echt gestaunt habe, also was die alle können. Wirklich, ich war angenehm überrascht, ja. Ja, es gibt einen schönen Spruch, der Mensch wächst mit der Aufgabe und ich glaube, das trifft in diesem Fall zu. Wenn ich mir diese Modelle hier ansehe, das sind sehr schöne Modelle und ich hatte Ihnen vorhin schon mal den Hinweis gegeben, ich könnte mir vorstellen, dass die Firma Faller oder Vollmer jetzt staunen würde, was man auch machen kann, wenn man nicht professionell arbeitet. Ja? Ist das richtig so? Ja, also ich muss selber sagen, dass ich nicht allzu viele Berührungspunkte vorher hatte mit dem Modellbau. Jetzt inzwischen bin ich dann doch etwas sachkundiger geworden. Also ich würde schon sagen, so die Entwicklung, was sie sich selber ausgedacht haben, wie man etwas verkleinern kann, sodass es immer noch gut aussieht. Also es hat schon eine ganz schöne Technik, die wahrscheinlich, ich vermute das mal, ich weiß es nicht, auch bei der Firma Faller angewendet wird oder angewendet werden könnte. Ja. Durchaus möglich. Man müsste vielleicht mal nachfragen, mal sehen, nicht, ob man da in Kontakt treten kann. Oder eine Zusammenarbeit initiieren. Aber da muss man erstmal noch mal genauer nachfragen. Ja. Ein ganz lieber Mitarbeiter, der alle Ihre Wünsche erfüllt hat, war der Computer. Der Computer war das Herzstück dieser ganzen Angelegenheit, so haben es mir Ihre Leute erzählt. Und ich glaube, dass Ihnen damit auch ein ganz wenig geholfen wurde, um die Originalgröße so detailgetreu darzustellen. Ja, also wir haben einen Mitarbeiter denn gehabt, der in dem Projekt mitgemacht hat, der hat sich die ganzen Bildprogramme alle angeeignet und der war nachher so fit, also in diesem Programm der Vergrößerung und Verkleinerung und detailgetreue Nachbildung von jedem Ziegelstein, der hat jeden Ziegelstein einzeln rausgenommen und hat den sozusagen aufgebaut in so einem Bildprogramm. Also es war wirklich imponierend zu sehen, wie der da gearbeitet hat. Also hat er sich alles auch selber beigebracht, hatte das vorher nie gemacht, also es ist wirklich... Also im Menschen steckt so viel drin, also wenn das ein bisschen motiviert wird, nicht, und wenn das einfach mal eine Aufgabe ist, die interessant ist, ja. Also ich kann nur sagen, noch einmal großes Lob an das ganze Team, was sich hier beteiligt hat an diesem Modellbauprojekt. Ja. Herr Klavon, wenn ich diese Objekte hier sehe, dann kann ich mir schon beinahe vorstellen, wie Sie Stück für Stück die Objekte geplant haben und auch umgesetzt haben. Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur einmal gebaut haben, sondern mehrfach. Ja, das ist richtig. Also bevor überhaupt hier ein Modell, also auch das, was wir hier so sehen im Rohbau, fertig wurde, da haben die bestimmt 4 Probemodelle gemacht. Das heißt, 4-mal haben sie angefangen, jeweils mit einer Hauswand, dann wurden die Fenster ausgeschnitten, dann wurde es wieder weggeschmissen. Dann wurde wieder neu gemacht, dann wurde wieder angeglichen. Also die Modelle, die wir hier haben, sind alles Vormodelle
Und von jedem einzelnen Gebäude, was jetzt hier in fertiger Form zu sehen ist, sind bestimmt 3, wenn nicht sogar 4 bis 5 Vormodelle gemacht worden, sodass die ganzen Leute nach einer Art Versuch und Irrtum gearbeitet haben. Sie haben immer angefangen, ne, dann hat irgendjemand gesagt, nein, hier ist doch die Größe nicht richtig. Dann haben sie das wieder verworfen, haben das nochmal gemacht, dann hatten sie schon ein etwas besseres Modell und so haben die sich immer weiter vorgearbeitet. Also wirklich die ersten Monate vergingen nur damit, immer Vormodelle zu bauen, anzugleichen, wegzuwerfen, neue Modelle zu bauen. Und so sind die langsam jetzt hier zu den fertigen Gebäuden gekommen, die wir jetzt hier sehen. Ja. Also es war wirklich eine tierische Arbeit für sie. Also sie haben quasi in der Vorarbeit sich die Fertigung angeeignet, die notwendig ist, um diese schönen Modelle darzustellen. Ja, genau, so ist es. Also wie gesagt, die waren vorher, niemand von denen hatte wirklich etwas mit Modellbau zu tun. Und so haben die das für sich persönlich gelernt. Also ich will das wirklich nochmal hervorheben, weil ich da wirklich begeistert bin, auch von den Leuten, die sind auch alle älter schon. Und die haben also sich intellektuell, sage ich mal, da noch so erweitert und haben so geforscht, sodass sie also immer besser wurden. Nach jedem Modell wurden sie immer besser, haben wieder verworfen, haben nicht aufgehört, haben immer wieder weitergebaut. Und es war sehr interessant zu sehen, also dass sie da immer sich durchgebissen haben, bis sie also zu dem Modell immer gekommen sind. Ne? Es wurde ja vorhin dargestellt, dass nicht nur die Praxis getätigt wurde, sondern auch die Theorie. Das heißt, Sie haben sich im Vorfeld über die Objekte informiert, haben versucht, Baupläne zu bekommen, was nicht ganz so einfach ist, denn vieles ist verloren gegangen und unwiederbringlich weg und nicht mehr da. Und das sage ich als Archivar, weil ich das weiß, wie schwierig das ist. Und Sie haben diese Maße, die Sie brauchten, oftmals selbst gemessen. Das heißt, Sie mussten Hand anlegen. Ist das richtig? Ja, stimmt. Also wir sind hier mit dem Bandmaß durch Rudo gelaufen, ne, und haben dann also auch so ein Peilgerät noch gehabt. Und dann haben sie die Gebäude alle ausgemessen oder die Grundmauern, die noch da standen, haben mit diesem Peilgerät die Höhen sich ausgerechnet. Oder wenn das gar nicht ging, dann haben sie sich die Höhe der Steine ausgerechnet und haben anhand der Steinreihen, wie viele Steinreihen noch übrig waren, dann die Gesamthöhe errechnet. Also mit so einem Computermodell, also so einem Programm. Ne? Und so sind die hier durch ganz Rüdo gelaufen, haben gefragt, haben nach alten Stichen geguckt, waren in Archiven hier, haben das alles fotografiert, haben sich Zeichnungen besorgt, bis sie dann mal eine Wand von einem Gebäude hatten, hatten sie wieder eine Rückseite von einem Gebäude. Und so kam das alles zusammen, hat auch mehrere Wochen gedauert, haben alles fotografiert. Es sind unglaublich viele Fotos entstanden, also total, es ist eine ganz dicke Mappe, nur mit den Fotos, die sie hier gemacht haben. Und haben auch die Bevölkerung gefragt, also nicht jeden, aber die Leute, die ja noch wohnen oder in der Nähe wohnen, ob sie das Gebäude noch kennen, ob sie sich erinnern, wie das aussah. Und ja, so sind die, wie gesagt, Stück für Stück und mit viel Recherchearbeit sind die dann dazu gekommen. Ja. Also, jetzt komme ich mal auf etwas, was man an sich nicht so gerne hört. Das lebenslange Lernen, was uns alle angedacht ist. Ja? Dieses lebenslange Lernen haben Sie praktisch mit Ihren Leuten umgesetzt, indem Sie in ein völlig neues Medium eingestiegen sind und dieses Medium, kann man sagen, ohne Übertreibung mit Bravour geschafft haben. Ja, das stimmt. Herr Karl, da haben Sie recht, genau so ist es auch. Also die haben ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie ja eh haben, die haben sie einfach nochmal erweitert und aktiviert. Nicht? Also das, was wir alle haben, ich sag's mal jetzt so, klingt ja ein bisschen platt, aber wenn jeder sich da mal anstrengt und wirklich eine neue Aufgabe hat, etwas, wo er wieder drüber nachdenken muss, dann ist es einfach so, dass die Leistungen auch besser werden und größer werden. Also auch insgesamt in unserem Denken. Nicht? Also, und so das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, unsere Wahrnehmung wird geschärft. Ja, so, also es ist tatsächlich so, dass die etwas noch gewachsen sind, etwas Neues gelernt haben. Ja. Und das schärft letzten Endes auch den Blick für die Umgebung, für das Umfeld, in dem man lebt, in dem man läuft. Nicht nur in dem eigenen Umfeld, sondern auch in dem Umfeld, wenn man woanders ist und auch die Kunst am Bau. Und da geht es ja eigentlich darum, die Kunst am Bau genießen kann. Ja, das ist ganz richtig, was Sie sagen. Ne? Ich wollte auch noch dazu sagen, es ist natürlich wichtig, so etwas auch zu erhalten. Also das, was früher die Baumeister gemacht hatten, im Gegensatz zu heute. Es ist ja einfach ein Stück Geschichte von allen, die hier leben oder hier auch geboren sind. Ja, ich bin hier in Berlin geboren. Also für mich ist das schon interessant, auch wenn ich jetzt nicht so heimatverbunden bin vielleicht, aber trotzdem interessiert es mich natürlich, wie haben die früher gebaut, welche Materialien, was haben die sich für Gedanken gemacht, ne? Wie haben Menschen gelebt, das sieht man auch an den Häusern. Und wie leben sie heute? Ja,
Ja, da würde ich noch einen Namen nennen, um das nicht ganz zu verlängern, aber trotzdem einen Namen würde ich gerne nennen wollen, Reinhold Kiel. Reinhold Kiel war Baumeister und auch für den Bau in Neukölln zuständig Anfang des letzten Jahrhunderts und hat ja Dinge geleistet, die ja, enorm sind, ja. Und diese Objekte, diese Schulen und Krankenhaus und so weiter, das kann man eigentlich gar nicht in der Form heute wieder darstellen. Ich glaube, den Leuten fehlt heute einiges, um die Fantasie ein wenig anzuregen, einen Bau schöner zu machen. Ja, ich sag mal, vielleicht waren die Menschen früher etwas detailgetreuer und hatten sehr viel Spaß an verschiedenen Formen, ja. So manchmal, wenn ich neuere Gebäude, die so glatt sind, sehe, dann ist das vielleicht auch ganz interessant in seiner Gesamtheit, aber so Kleinigkeiten, so wie Erker mal oder wirklich etwas ausgemauert oder so ein kleiner Kopf dazwischen drin, ja. Das alles ist doch schade eigentlich, so vielleicht ist es etwas romantisch, aber es ist schon schade, dass es fehlt, dass es nicht mehr so da ist, nicht? Also, ja, finde ich schon, ja.